Hey Leute, ich bin's, euer MacPaverick. Ja, in diesem Video hier zeige ich euch einmal, wie ihr mit ganz normalem Essig eure Glasscheibe wieder streifenfrei sauber bekommt. Ja, ihr nehmt wie gesagt einfach ganz normal den Essig. Auf teure Reiniger aus der Industrie könnt ihr verzichten. Dann nehme ich hier einen solchen Sprühkopf, lege den einfach drauf und sprühe die Scheibe ganz normal ein, wie ich das jetzt mit Glasreiniger auch machen würde. Als nächstes kommt dann Zeitungspapier zum Einsatz und die Scheibe wird damit abgerieben. So, wenn ihr die Innenseite trocken abgerieben habt, macht ihr das Ganze auch noch außen. Ich nehme jetzt ein neues Stück Zeitungspapier. Ja, und schon ist das Fenster hier streifenfrei sauber. Verantwortlich dafür ist das Essig, denn Essig ja löst Kalk und Kalk ist halt im Wasser enthalten und dafür verantwortlich, dass sich beim Fensterputzen Streifen bilden. Ja, ihr seht also, ihr könnt wirklich auf diese industriellen gefertigten Reinigungsmittel verzichten. Das Ganze wird auch wirklich super sauber mit Essig. Riechen tut es auch nicht mehr. Ich habe ja eben die Außenseite sauber gemacht, da war das Fenster offen. Dadurch ist der ganze Geruch schon verzogen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Paverick.